Ich rufe dann den Punkt 2 der Tagesordnung auf. Gesetz zur Veränderung der Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik. Es liegen Anträge aller Fraktionen vor, den Artikel 1 der Verfassung zu ändern. Im Artikel 1 Absatz 1 wird der zweite Halbsatz, ich zitiere wörtlich, unter Führung der Arbeiterklasse und ihrer marxistisch-leninistischen Partei gestrichen, sodass der neue Artikel lauten würde: Die Deutsche Demokratische Republik ist ein sozialistischer Staat der Arbeiter und Bauern. Sie ist die politische Organisation der Werktätigen in Stadt und Land. Die Hauptstadt der Deutschen Demokratischen Republik ist Berlin. Die Staatsflagge der Deutschen Demokratischen Republik besteht aus den Farben Schwarz-Rot-Gold und trägt auf beiden Seiten in der Mitte das Staatswappen der Deutschen Demokratischen Republik. Das Staatswappen der Deutschen Demokratischen Republik besteht aus Hammer und Zirkel, umgeben von einem Ehrenkranz, der im unteren Teil von einem schwarz-rot-goldenen Band umschlungen ist. Verehrte Abgeordnete, gibt es zu diesem Antrag der Fraktionen Bemerkungen? Ja, bitte. Ich möchte einen Antrag der Christlich-Demokratischen Union dazu einbringen. Und zwar sind wir als Mitglieder der CDU-Fraktion innerhalb und außerhalb unserer Partei in die Verantwortung genommen, ein erstes Zeichen zu setzen, dass wir es mit der Koalition und mit der Regierungserklärung sehr ernst meinen. Deshalb möchte ich den Antrag stellen, den Artikel 1 wie folgt zu verändern. Es handelt sich eigentlich nur um den ersten Absatz. Die Deutsche Demokratische Republik ist ein sozialistischer Staat. Punkt. Ich möchte unterstreichen, dass es uns vor allen Dingen darum geht, dass wir zum vertrauensvollen Neubeginn in unserem Lande jeden, aber auch jeden Bürger brauchen. Ich bitte, diesen Antrag zur Kenntnis zu nehmen und darüber abstimmen zu lassen. Gibt es weitere Bemerkungen? Ja, bitte. Ich möchte die Kolleginnen und Kollegen von der Christlich-Demokratischen Union um Aufklärung dahingehend bitten, inwieweit das Vorkommen der Arbeiter und Bauern, der absoluten Mehrheit der Werktätigen in dieser Gesellschaft, ein Hindernis ist. Ich kann Herrn Kant sehr gut verstehen, ja, dass er diese Frage an uns richtet. Ich möchte aber hier auch erklären, dass wir nichts, aber auch gar nichts gegen unsere Arbeiter und Bauern haben. Ich möchte aber doch für unsere Bürger ein Zeichen damit setzen, dass wir tatsächlich jeden Bürger, auch den, der vielleicht heute noch sich in einer Nische befinden sollte, mit in diesen Neubeginn einbeziehen wollen. Ja, bitte. Verehrte Abgeordnete, Herr Präsident,
im Namen der Arbeiterklasse unseres Staates. Verehrte Abgeordnete der CDU-Fraktion, wir sind kein Nischenparlament. Wir sind auch kein Nischenstaat. Aber meine Arbeiter in meinem Betrieb haben Tag für Tag, Wochenende für Wochenende dafür gesorgt, dass unser Land heute noch ein Staat der Arbeiter und Bauern ist. Und sie sind bereit, dafür auch weiterhin zu arbeiten. Und ich glaube, es ist ein Anspruch für diese Klasse der Arbeiter und der Klasse der Bauern, dass sie in unserer Verfassung auch weiterhin erwähnt werden. Und das ist nicht nur legitim, sondern ein rein menschliches Problem und ein Klassenproblem, wie sie es unser Land charakterisiert. Weiter nichts. Danke. Verehrte Abgeordnete, es liegen zwei Anträge vor. Es sei mir vielleicht doch eine Zwischenbemerkung noch gestattet. Es hat in den zurückliegenden Wochen sowohl in den Fraktionen als auch in Tausenden von Zuschriften und Unterschriftsammlungen eine große Bewegung gegeben, die sich grundsätzlich auf diesen Passus konzentriert hat, zu streichen unter Führung der Arbeiterklasse und ihrer marxistisch-leninistischen Partei. Und eingedenk der Tatsache, dass wir in der vergangenen 12. Tagung der Volkskammer eine Kommission zur Ergänzung und Änderung, sicher zur Ausarbeitung einer neuen Verfassung beschlossen haben, sollten wir, wie das auch mit einer ganzen Reihe weiterer Überlegungen der Fall sein wird, dass dieser Kommission in Vorbereitung der Beschlussfassung übertragen. Ich würde vorschlagen, dass wir zunächst über den Antrag der Fraktionen zum Punkt 2 der Tagesordnung, der sich auf die Streichung des zweiten Halbsatzes konzentriert, beschließen und dass wir auch über den Antrag der Fraktion der Christlich-Demokratischen Union befinden, ob und inwieweit er hier heute Berücksichtigung findet. Liegt Ihr Einverständnis zu dieser Verfahrensweise der Beschlussfassung vor? Bitte? Ich sehe mich veranlasst, mich eigentlich doch noch mal zu melden. Es ist ja nicht so, dass in der Christlich-Demokratischen Union etwa keine Arbeiter und Bauern sind. In unserer Fraktion sitzen sehr viele Freunde von mir, die in der Landwirtschaft tätig sind, die in den Betrieben fleißig, genauso fleißig arbeiten wie die organisierten und nicht organisierten Arbeiter und Bauern. Ich möchte aber mit unserem Antrag eigentlich nichts weiter als unterstreichen, dass wir heute nach 40 Jahren unserer gesellschaftlichen Entwicklung eben nicht nur Arbeiter und Bauern haben. Wir haben auch Bürger, die aus der Intelligenz kommen. Und ich möchte auch, und das möchte ich hier doch auch noch einmal unterstreichen, wir haben Handwerker, wir haben Gewerbetreibende. Wenn wir das wollen, müssten wir also die ganze Skala unseres gesellschaftlichen Seins hier auflisten. Ich weiß nicht, ob das rechtens wäre. Ja, bitte. Ein kleinen Moment, bitte. Ein Moment, bitte. Zur Geschäftsordnung gibt es hier einen Vorschlag. Bitte. Ich bitte darum, so zu verfahren, wie unser Volkskammerpräsident vorgetragen hat, dass wir zuerst über den gemeinsamen Antrag abstimmen und dann als zweites den Antrag der CDU behandeln. Danke. Verehrte Abgeordnete, sind das noch zur, bitte, zur Geschäftsordnung? Wie verhält sich?
Ich hätte zur Geschäftsordnung eine Anfrage. Wie verhalten sich Antrag 1 und Antrag 2 zueinander? Entweder Antrag 1 ist ein Antrag aller Fraktionen, dann schließt das die CDU ein. Oder die CDU-Fraktion hat einen eigenen Antrag. Diese Frage müsste geklärt werden, bevor wir wissen, worüber wir jetzt abstimmen. Danke. Wir stellen zur Beschlussfassung den Antrag der Fraktionen des Hauses mit der Formulierung im Artikel 1 Absatz 1 wird der zweite Halbsatz unter Führung der Arbeiterklasse und ihrer marxistisch-leninistischen Partei gestrichen. Darüber schlagen wir vor, abzustimmen. Und zum Zweiten über den Antrag der Fraktion der CDU, ihn hier heute in dieser Art zur Beschlussfassung vorzulegen als Antrag der Fraktion der Christlich-Demokratischen Union. Verehrte Abgeordnete, ich schlage vor, dass wir auf der Grundlage der bestätigten Tagesordnung, der Geschäftsordnung und diesem Vorschlag der Fraktionen zur Abstimmung kommen und mehrheitlich erfassen werden, wie das Ergebnis dieser Abstimmung sein wird. Verehrte Abgeordnete, ich stelle zur Abstimmung den Antrag der Fraktionen, den Artikel 1 der Verfassung zu ändern, mit dem Wortlaut im zweiten Halbsatz zu streichen, unter Führung der Arbeiterklasse und ihrer marxistisch-leninistischen Partei. Wer für diese Veränderung der Verfassung ist, den bitte ich um das Handzeichen. Dankeschön. Gibt es Gegenstimmen? Das ist nicht der Fall. Gibt es Stimmenthaltungen? Bitte zählen wir. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, mach mal hier. Ja. Fünf Gegenstimmen. Hier oben sind auch noch welche. Ja? Wir stellen fest, 5 Gegenstimmen. Stimmenthaltungen, Entschuldigung, ja. Also, verehrte Abgeordnete, ich stelle fest, dass mit übergroßer Mehrheit diese Verfassungsänderung beschlossen wurde. Ich stelle jetzt den Antrag der Christlich-Demokratischen Union, der Fraktion, zur Abstimmung. Wer mit dem vorgeschlagenen Wortlaut einverstanden ist, den bitte ich um das Handzeichen. Ich bitte, exakt auszuzählen. Verehrter Abgeordnete, ich bitte um etwas Geduld zum Erfassen des Wahlergebnisses.
das Ergebnis. Verehrte Abgeordnete, für diesen Antrag haben sich 112 Abgeordnete entschieden. Ich stelle die Frage, wer ist gegen diesen Antrag? Wie viele Gegenstimmen gibt es? Ich bitte auch hier um eine exakte Auszählung. Oder können wir mit weitaus größerer Stimmenmehrheit feststellen? Ich stelle die Frage, gibt es Stimmenthaltungen? Verehrte Abgeordnete, es gibt Stimmenthaltungen 20.